Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Oh, Marello Cops, ich sehe gerade den Tank. Ja, wir machen weiter und wir müssen Gas geben. Um 10 Uhr, also 1,5 Stunden noch, dann ist der Drescher ja, von der Miete her. Dann muss ich wieder abgeben, ne? So. Ja, wir haben ja nicht mehr viel, aber wir haben noch ein Feld. Die 4, glaube ich. Ich glaube, die kriegt nicht eine Reihe von der Zahl her. So, VB. Vorne war irgendwo eine Ecke, wo ich noch gesehen hatte. Ja, da ist ein kleines. Zack. So, Lenkung. Habe ich bestimmt vor was gesehen. Also mal den Rest gleich mitnehmen, wie ich gesehen habe. Rückwärts fahren mag er nicht so gerne. Bergauf. Gut. Jetzt können wir hinter einem Baum fahren, ne? Das ist gefährlich. Machen wir Lenkung aus. Sonst fährt er gegen Stein oder gegen Baum. Oder beides. Hier ein Stückchen so und dann rückwärts. Der rutscht ein bisschen. Das kann ein bisschen daran liegen, dass es verpackt ist, ne? So sagt. Kurz Tempomat einnehmen und ein bisschen Gas geben. Auch wenn es unrealistisch ist mit 16 km/h, aber möchte ich jetzt ein bisschen beschleunigen. Ja, ich wollte nur C drücken, ne? So, C, rein. Zack. Ja, gerade schon letzte Folge mal angesprochen gehabt, wenn die Bauern wirklich das wollten, dann müssten die sich im Prinzip organisieren in einer Partei. Gab es ja früher im Osten auch eine Bauernpartei. Hatte zwar nicht den Einfluss, wie man hätte hoffen können, aber das braucht halt so ein Gegengewicht, ne? Bleibt mal so. Und wenn die CDU das nicht möchte, dann muss man ihr halt das Recht absprechen, im Namen der Bauern zu sprechen. Denn Interessen, die kann man sich nicht vertreten lassen, muss man sich nehmen. Und vor allem müssen sie alle gemeinsam stehen zu der Sache, ne? Lenkung aktiviert, jetzt glaube ich schon. Ja, Lenkung aktiviert. Denn man kann über vieles reden, aber man kann nicht von einem Stadtmenschen verlangen oder erwarten, dass er sich auch für die Bauern einsetzt. Ne? Das ist ja, da haben wir einige andere Interessen. Ne? Siehe Grüne. Ich meine, ja, Umwelt ist gut und schön, aber jetzt muss man auch sagen, auch der Landwirt soll leben können. Ne? Leben und leben lassen, aber so schön sagt. Man könnte ja viele Steuern über Geld, ne, über Förderung und etc., was man heute eh schon gibt, da kann man ja vieles beeinflussen. Aber letztendlich müssen und sollen die Bauern auch von ihrer Arbeit leben können. Ne? Das Getreide ja auch schon trocken geworden, ne, oder grau. Ja, hofft man das Beste, ne, das Beste kriegen. Ne? Ja, das ist so. Ne? Und wie gesagt, Bauern, die müssen sich in einer gemeinsamen Partei zusammenfinden und nicht nur eine kleine Gruppe bei einer Partei sein. Das ist dann nicht hilfreich, ne? Weil dann werden sie als Minderheit, weil ja es werden immer weniger Bauern. Ne? Das ist so.
Ja, die Bremse geht durch. Bauern werden weniger, das ist leider so. Weil das ist nicht mehr wirtschaftlich. Kleine Flächen. Gut, wenn sie alleine arbeiten, ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht mehr der Fall. Ne? Also die großen Flächen haben einfach die besseren Möglichkeiten. Ne? Sie können anders verhandeln mit einem Maschinenhersteller, sie haben, können andere Preise kriegen, wenn sie zwei Geräte kaufen. Ne? Ja, das ist halt so. Ne? Oder hier war Schatten, das kann auch sein. Und was eigentlich, ein Baum? So, mal Lenkung aktivieren, deaktivieren, die Automatiklenkung, ne? Dass wir nicht ganz so und durchs Grüne fahren müssen. Im Osten gab es ja früher mal eine Bauernpartei. Ich sag mal, das Fachwissen, wie was funktioniert, das kann ja nur aus der Bauernschaft selbst kommen. Ne? Man soll nicht erwarten, dass jemand von einer anderen Partei oder von einem anderen Fachgebiet das alles weiß. Ne? Das sind Parteisoldaten, kann man sagen. Da wirst du nicht erwarten, dass da was Gescheites rüberkommt. Ne? Die sehen immer zuerst ihre Interessen in erster Linie und dann nachher der Rest. Ne? Je mehr Gewicht die einzelnen Vereine haben, umso höher ist da die, ja, der Einfluss. So, gucken wir uns oben noch den Rest nach, da ist noch was vergessen worden sicherlich. Geh mal Gas. Ich bin ja auch der Meinung, dass zum Beispiel ich lieber was vor Ort einkaufe, als wenn ich ja, von weit weg, ne? Wenn es hier Gemüse geben könnte von der Umgebung, dann nehme ich lieber das, als wenn ich ein Gemüse kaufen müsste von, ja, von Übersee oder so, ne? Muss man halt die Lagerwirtschaft so einplanen, dass man das hier auch entsprechend lagern kann, ne? Wie das Kiwi von Neuseeland kommen muss oder so, ne? Oder zum Beispiel Blumen aus Kenia, das ist ja hirnverbrannt, also Kenia kommen wirklich die Blumen teilweise her. Das ist so Tank 6000. Den nächsten Tank, ne? Zum nächsten Feld, ne? Ah, 6000, da fahren wir nicht ran. So, ein Feld haben wir noch, ein Feld haben wir noch. So. Hier muss ich mal ganz kurz was umstellen. Und zwar die Steuerung. Zack. Und hier auf 0. Zack. Wir müssen die Richtung ändern. Ruhig an links ein bisschen mehr. Also viel. Ja. Ist auf 0. Das müsste genügen, ne? Die Lenkung aktivieren wir über Tastatur mit O. Und. Das klingt mir so. Also von der Ablassung ist ganz heftig. Ja, letzte Hockenfeld, ne? Dann haben wir es bald geschafft. Folge Nummer 7. Muss aber eine Folge noch machen für Freitag. Damit ich nächste Woche da den alten Rhythmus habe und man Möglichkeit nächste Woche dann 7, 9 Folgen. Weil ich mache immer so ein Stück. Fertig, dass ich eine Sache nicht jeden Tag eine Folge und hochladen, das ist zeitlich gesehen ungünstig, das ist nicht zu schaffen.
Weil jetzt drei Folgen produzieren für morgen, das wäre ja in Anführungszeichen Stress. Weil man in der Woche ja auch noch arbeiten muss, ne? Das, mal gucken, oder links, ja, links scheint. Na gut. Da sehe ich schon kommen, dass es zu viel ist. Da müssen wir halt zurückfahren nochmal, ne? Und das nacharbeiten. Und Schluss. Ja, und das ist dann immer nicht machbar, ne? Deswegen mache ich immer so Folgen. Drei, vier Folgen am Stück. Pro Tag. Morgen würde ich auch vier Folgen machen, zum Beispiel. Nach der Arbeit. Aller Ruhe, ne? Wie gesagt, kein Stress und keine Folgen habe jetzt auch. Davon. Wir sind eh fast voll, ne? Die werden wir jetzt zurückfahren. Und den Streifen. Die einzelnen Halme noch mitnehmen. Stein. Steine sind gut. Link aktiviert noch, ja. Komm mal aus. Deswegen morgen. Ich sag mal ganz pauschal. Ja, vier Folgen. Donnerstag vielleicht keine Folge, weil ich da Freitag zur Spätschicht etwas früher da sein muss. Und naja, am Freitag dann halt mal die letzten Folgen fertig machen halt, ne? Und jetzt zum Freitag muss ich noch, so will ich es immer so, ich muss ja nicht, ich will ja noch Pferd und Kopf eine Folge hochladen, ne? Weil das für Freitag Folge habe ich noch nicht fertig. Da muss ich noch, ja, bearbeiten. So. Das ist ja nicht so, dass ich dann nur aufnehme. Die Aufnahme ist fertig, kein Thema. Aber wie gesagt, das Bearbeiten dauert ja in etwa genauso lang, wie man das spielt, ne? In etwa, ne? So, der Anhänger ist ja fast voll. Jetzt haben wir 48, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist gut aus. Tank. 20 Liter. Also die Drescher, die rutschen noch ein bisschen. Das ist nicht gut. So. Ich sag mal, das müsste mal gefixt werden, ne? Grüße gehen raus, falls mal einer reinschaut. Das ist ja eher unwahrscheinlich, aber. Könnte ja sein, dass die Entwickler mal reinblicken. Ne? Das kann man so am besten Fehler rausfinden, wenn man das selber sieht. Ne? Dann kann man sagen, okay, es rutscht. Ja, warum? Ist halt da. Ne? Wenn es bei anderen nicht vorkommt, ja, dann weiß ich auch nicht. Also wenn das Gelände uneben ist und es geht bergauf oder schräg, dann rutscht links und rechts weg. Ist voll, ja. Das wäre eigentlich besser, wir hätten ein zwei Hänger, ne? Also sagen wir spätestens dann, wenn hier noch mehr Felder haben, dann wird Zeit, dass wir da was machen, ne? Dass wir da noch Anhänger dazu kaufen, entweder den gleichen Typ oder anderen halt, ne? Bin da flexibel. Wo die Anhänger lassen, diese Anhänger lassen sich eigentlich ganz gut rangieren, ne? Also mit Deichsel ist ein schwieriger, ne? Warum auch immer, ne? Weil die Physik und so im reellen Leben nicht so funktioniert wie im Spiel, ne? Ist ja halt so, ne? Hab da jetzt keine Erfahrung mit, Traktorfahren, Anhänger schieben und machen und tun, habe ich keine Ahnung von. Ich habe nur immer einen riesen Respekt, wenn die Berufskraftfahrer dazu hinkriegen, ne?
So, Auto kommt keiner. Ich denke mal, einige haben Talent. Das ist garantiert der Fall. Und bei vielen ist es auch die Übung. Ne? Also ich persönlich keine Übung. Ob ich Talent habe, ich glaube eher nicht. Dafür, ne? Aber wie gesagt, man muss es halt machen. Ne? Wenn man das macht, dann wird man feststellen, ob man Talent hat oder nicht. Ne? Ich könnte auch die Felder verkaufen und mir hier am Hof welche kaufen. Da könnte man schon ein bisschen einsparen. Ne? Könnte ich. Könnte ich. Aber hier war ein Feld bei, wo ich Ansehen einen Hafen brauchte mit 50. Und da habe ich auch nicht nur Ansehen. Obwohl nachher ein Brockenverkauf. Der war schon nicht. Hier an der Arbeit noch, hat der Kieshaufen noch zu liegen. Der Arbeit aktuell noch, das Lager ist schon voll. Dann gehen wir jetzt auf Hoflager 2, 3. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo das gucken könnte. Kalender? Nee, oder nicht? Aufgabenkarte? Ja, hier im Hof wäre der. Aber das sind so extrem kleine Felder, ne? Ja. Das wäre für mich nichts. Ja. Finanzen. Tankhändler? Ach, hier. Einer ist voll. Dann haben wir noch Phosphatanlage. Hof, Getreidelager, Abladebunker. Palette 1, 2, 3. Wegen Saatgut. Gut. Also er zeigt noch an, wenn zum Beispiel der Trigger noch voll ist und dann, man kann es zwar nicht sehen, aber ist halt noch nicht drin. Ne? Es wird ja irgendwie nach oben transportiert. Ne? Eine Wand wird eine Schnecke, glaube ich, mit einer Schnecke oder andere Wand mit Luftdruck vielleicht. Ne? Theoretisch. Ja, Mieze macht Miau. So, Zuschauer, das soll es auch, auch schon vorhin wieder gewesen sein. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Mal tschüss, ciao. Und fleißig muss man wieder. Morgen noch ein Tag Ernte, dann ist fertig. Tschüss.